zeigen wir mal, wie der Kacklappen gestern wirklich gespielt hat. Und zwar hier in diesem One-on-One, was ich da mal schön aufgenommen habe. Ändere hier nochmal die Kamera. Da führe ich schon 1-0. Sauber. Da mache ich direkt das zweite Ding eben ausgetanzt. Ja, die Kamera passt mir aber noch nicht so sehr. Die auch nicht. Ach, das zweite Ding. Kein Problem. Ja, das ist aber schon eine sehr hässliche Kameraführung. Und auf X ist also Pause, okay. Ja, guck mal. Keine Chance, der Junge. Keine Chance. Eben ausgetanzt. Jo. Tja, Bunsen, was ist da los? 3-0. Ja, wo haben wir denn hier? Da, 3-0 schon. So. Kommt jetzt. Ah, klar. Ball rausgesaved. Bunsen kommt noch dran und macht fast ein Tor. Aber da der Junge eigentlich zu nichts taucht, kennt man das ja nicht anders. Da, am Ball vorbeigesprungen. Und wie sagt er, easy peasy lemon squeezy. Steht es immer noch 3-0 und chancenlos für ihn. Ah, guck mal. Hätte ich ihm beinahe noch ein schönes Rückwärtstor eingeschenkt und habe ihm dadurch das erste Tor in der ganzen Runde geschenkt, weil ich es wieder zu schön machen wollte. Aber ja gut, da habe ich gepennt. Naja. Ah, ich will es immer schöner machen und er macht dann immer seinen Lackschatz. Ah, dafür kriegt er dann so ein hässliches Gegentor. Oder auf jeden Fall erstmal ein Konter. Ja, gut. Zack, kein Problem. Na gut, wieder zu schön. Ja, eben den Jungen weg. Zack, da mache ich mich schon wieder auf den Weg. Für das nächste Tor. Ah, kommt da dran. Ab und zu trifft. Oder wie war das? Ab und zu findet auch mal. Nein, kein Horn. Natürlich ein blindes Huhn, ein Korn. So. Ja, safe, kein Ding. Ja. Ja, ich weiß ja das Ergebnis. Also ein Tor macht der Junge wohl noch, aber auch wieder nur durch Glück wahrscheinlich. Ah, guck mal, keine Chance. Springen ist nicht so seine Stärke. Ja. Zack. Da tanze ich ihn noch ein bisschen aus. Da mache ich nochmal Rückwärtstor, weil ich es wieder schön machen wollte. Ach ja, ach ja. Zack. Ich hoffe mal, ich nehme meine Stimme überhaupt auf. Und wenn das Video 5 Minuten dauert, muss ich halt bei meiner Holzleitung mal 3 Jahre hochladen. Aber, oh, sein drittes Tor. Naja. Ich war wieder unvorsichtig und habe ihm den Ball vorgelegt. So wie eigentlich immer. Ja, okay, das war jetzt absolut mein Fehler. So. Ah, dem Gelaber im Hintergrund gar keine Beachtung schenken. Ui. Ach, Klassiker von Pascal. Einfach dran vorbeihüpfen, weil er nichts kann. Ah, und. Ah, da legt er dann noch für mich vor. Oh, aus Versehen gut gewesen. Naja, aber so ist halt das Standardprozedere bei dem Jungen. Ich glaube, ich kann mich jetzt erinnern, dass jetzt noch ein richtig schönes Tor kommt. Aber ich bin mir nicht sicher. Na. Na. Wieder Story of Pascals Life hier, immer nur halbe Sachen am Ball. Na so, und jetzt zack, eben ausgetanzt, da ist der Traumtor, schönes Ding. Mein Gott, da hätte ich schöner nicht machen können.
So. Man muss sagen, ich habe dabei auch noch ein Bild gemalt. Ein schönes Porträt von mir selber. Wie ich die Rocket League Krone aufhab. Ja, man kennt's ja. Ja. Leider wird der Chat irgendwie nicht eingeblendet. Ich glaube, da war der Junge ziemlich am Fluchen. Aber was anderes kann er ja nicht. Guck, habt ihr gesehen? Mein Gott. Den leichtesten Fallrückzieher trifft er nicht. Ah, ist halt etwa ein Trick, aufs eigene Tor zu schießen oder was? So, da wollte ich den jetzt noch kräftig reinlümmeln. Hätte ich noch ein bisschen Boost gehabt, da hätte ich den. Okay, und ein bisschen Treffsicherheit. Da hätte ich ihn getroffen und gewonnen. Naja, so ist er. Ein reiner Verlierer.